Hallo, hallo, hallo. Demiro hier mit Let's Play The Binding of Isaac. Wir haben das Ganze beim letzten Mal mit Isaac geschafft. Und ich habe ja gesagt, dass die allerersten Ziele einmal ein erfolgreicher Run mit, ja, hoffentlich jedem Charakter sein werden. Die Kombination Maggie plus Isaacs Fork nach dem ersten Raum ist natürlich schon sehr interessant und bedeutet jede Menge Heilung. So viel Heilung, wie wir eigentlich gar nicht gebrauchen können, weil das schon vielleicht etwas viel Heilung ist. Heilung, 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 Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Wie oft kann ich das Wort noch in einen Satz bauen? Wir werden es erfahren. So, Pillen gelten natürlich weiterhin als Tabu-Gegenstand in meinen Augen. Und dieses Raum-Setup hier will mir nicht gefallen, denn es wird garantiert in der Mitte dieses Raumes eine Bombe spawnen. Wow. Hätte ich jetzt zumindest erwartet. Oh, das ist ärgerlich. Nee, das ist der Dreifachschuss. Ich dachte gerade, das wäre was anderes. Okay. Dachte gerade, das wäre Mams Auge gewesen. Aber das ist natürlich nicht Mams Auge. Das sieht anders aus. Der Dreifachschuss wurde ja im DLC abgelöst vom Vierfachschuss. Aber der Dreifachschuss ist dennoch nicht unbedingt schlecht, würde ich mal behaupten. Er hat auf jeden Fall seinen Nutzen. Tu das bitte nicht. Und tu auch das bitte nicht mit mir. Ich danke. Ich krieg nur zwei Fliegen daraus. Ah, das ist ja noch enttäuschender. Okay, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Immerhin etwas. Ein Drittel des Weges zur Guppi-Verwandlung ist auch erreicht. Da kann man immer mal drauf spekulieren. Das ist jetzt nicht unbedingt unmöglich zu erreichen. Und es wäre ganz cool, deswegen warum nicht drauf hoffen. Zack, zack, zack. Es ist auch ein sehr, sehr angenehmer erster Bosskampf. Also es könnte schlimmer kommen. Hätte deutlich schlimmer kommen können. Es hätte uns mit... Ja, mit was hätte es uns treffen können? Was ist schlimmer als diese Duke-Version, was im Basement auftaucht? Nee, ich glaube, viel schlimmer hätte es uns nicht treffen können. Ich nehme alles zurück. Vielleicht der dunkle Monstro, aber der wäre auch einfach nur nervig lange angedauert, der Kampf. Das ist schon okay so, also da kann ich mit leben. Es hätte uns vielleicht echt nicht viel schlimmer treffen können, aber es ist ja alles machbar. Mit der Box bekommen wir dann auch eine Bombe, den Rest lasse ich erstmal liegen, denn mit dieser Bombe können wir diesen Stein sprengen. So macht's dann buff. Ein Schlüssel, ein blaues Herz, gerade auf das... Blaue Herz, wollte ich gerade sagen. Freue ich mich sehr. Two of Spades gibt uns zwei von dem einen da, von den Schlüsseln. Verdoppeln wir gleich, damit wir die Pille mitnehmen können. Ich bleibe bei meiner Theorie. Pillen sind böse. Wie wir eben schon gemerkt haben. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, du hast eine Bad Trip Pille gefunden. Das heißt, die ist ja eigentlich ganz gut, wenn du sie nochmal findest in dem einen oder anderen Szenario. Ja, das stimmt. Aber okay. Ein sehr schönes Trinket, erhöht unseren Schaden, solange wir es tragen. Deswegen nehmen wir das mit, scheißen auf die Heilung. Wir haben immer noch ein blaues Herz, alles super. Deswegen ist Heilung gerade auch erstmal nicht so die Top-Priorität, die wir haben. Reichweite schon. Reichweite, ein, zwei Range-Upgrades sind nicht verkehrt, wenn man sich das mal so anguckt. Noch eine goldene Kiste. Wir nehmen die einfach alle mal mit. Warum nicht? Einfach mal gucken, was wir so kriegen. Ich meine, noch haben wir Schlüssel, noch brauchen wir auch nur einen Schlüssel pro Stockwerk. Und irgendwie kriegen wir auch trotz allem einfach weiter Schlüssel. Schlüssel, 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 Schlüssel. Jetzt ist es nicht mehr die Heilung, jetzt sind es die Schlüssel. Wie viele kriege ich in einen Satz? Wir können es ja mal weiter testen. Da ist gleich der nächste. Gott, was ist denn los? Steven! Steven hat jetzt natürlich einen recht festgelegten Itempool. Wir können zwei Items von ihm bekommen. Das Schönere wäre natürlich das Schadensupgrade. Ich würde aber auch über den Begleiter nicht meckern. Es ist beides nicht schlecht. Aber wenn man überlegt, wir haben jetzt schon den Dreifachschuss. Ich denke, das Schadensupgrade wäre das Bessere, was wir kriegen könnten. Und es ist der Begleiter. Gut, das ist jetzt natürlich schade. Aber vielleicht... Oh mein Gott. Da liegen zwei Katzen-Items. Das war's dann mit Guppi. Die Hoffnung ist dann durch. Schade. Okay. Also zweimal einfach absolut enttäuscht worden. Hilfe.
Das ist okay. Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Jetzt müssen wir nur noch den Itemraum irgendwie finden. Itemraum. Itemraum. Wo bist du denn? Hier bist du nicht. Ist der ganz da hinten? Ich wollte sogar erst noch nach links gegangen sein. Dann habe ich mir gedacht, ah, geh's erstmal nach rechts. Da ist bestimmt der Itemraum. Nee. Schade. Gut, wir gehen also nochmal den ganzen Weg hier zurück, denn Items sind ziemlich wichtig auf so langsam schwachen Charakteren wie Maggie. Nochmal eher auf einem Kane oder einem Judas kann man auch mal auf einen Itemraum verzichten. Aber auf sowas wie Maggie möchte ich das eigentlich nicht. Sprach er und fand die Bohne. Ein wunderbares Item, das allerdings nicht so ganz in den bisherigen Itembild von nichts und nichts passt. Ich bin schon fast verlockt, die Pille zu nutzen, einfach um irgendwas aus diesem Stockwerk zu kriegen. Aber letztendlich ist es dann Tears Down und dann ärgere ich mich nur noch mehr. Wobei Tears Down gerade nicht mal so schlimm wäre. Speeddown wäre schlimm. Oh Gott, Speeddown würde mich vernichten. Speeddown wäre jetzt das absolut Schlimmste, was passieren könnte. Deswegen werde ich die Pille erstmal noch nicht nutzen. Vielleicht irgendwann, wenn wir eine zweite weiße Pille finden und ich dementsprechend gierig werde. Aber bis dahin soll es erstmal... Oh Gott! Ja, sowas wäre jetzt mit noch weniger Geschwindigkeit einfach noch lustiger. Auf jeden Fall. Ha 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 ha. Würde ich da jetzt sagen. Oh Gott. Nein, nicht feuern. Doch, Feuer weiter! Feuer um dein Leben! Und gib mir ganze 3 Cent. Wow, ich bin reich. Okay, ich muss nie wieder irgendwas machen. Geldlich vor allem, finanziell. Einfach mal ausgesorgt, würde ich sagen. Ihr macht euch da kaputt. Das ist leider das falsche Messer, das will mir jetzt nicht gefallen. Schade, schade. Es hätte so ein schönes... Warum konnte das keiner sauber machen? Ich hätte das saubere Messer so, so gerne mitgenommen. Aber das ist jetzt halt... Oh Gott! Okay. Die Gefahr ist dann auch raus. Alles super. Autsch. Autsch! Please. Der zweite Treffer war nicht mal irgendwie... irgendwie sinnvoll. Der zweite Treffer war einfach, weil ich reingelaufen bin in den Gegner. Mit dem Gesicht zuerst. Nehmt dies. Und dies. Und dies. Immer schön weiter seitlich die Schüsse da reinwerfen. Läuft ganz gut. Und an sich, wir sind ja nicht schlecht dabei. Wir sind erst schlecht dabei, sobald wir das Trinket loslassen müssen, weil wir dann Schaden verlieren und dann einfach wieder nichts haben. Das ist genau der Moment, vor dem ich gerade echt Angst habe. Wenn wir jetzt noch das Trinket verlieren... Ja, was haben wir dann? Dann haben wir den Dreifachschuss und den Extraschuss von Steven. Und dann... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann haben wir halt echt nichts mehr. Oh mein Gott. Oh, das gefällt mir nicht. Den Raum da unten, den werden wir später besuchen. Ich möchte mir das Polster mit diesen blauen Herzen erstmal noch aufbewahren. Und vielleicht... Ja, je nachdem, wenn wir alle blauen Herzen verlieren, dann kann ich halt... ein rotes Herzschaden nehmen und den halt gleich wieder mit dem Herz Yamhard regenerieren. Das wäre nicht ganz so tragisch. Das wäre tragisch, weil das bedeuten würde, dass ich 1,5 blaue Herzen irgendwo vorher verloren habe. Aber dann habe ich die Herzen halt nicht dumm durch die Tür verloren. Das ist der Gedanke, den ich da gerade habe. Der das so für mich vielleicht ein bisschen sinnvoller macht. Bin mir da nicht ganz sicher. Doch, ich denke schon, dass das so sinnvoll ist. Ja. Wenn man lange genug dran glaubt, dann ist es schon sinnvoll. Das ist gerade meine Devise. Zack. Zack. Ein neuer Schlüssel. Und ein Bossraum. Ja, ganz ehrlich, was soll... Das sind die Catacombs. Das sind... Das sehe ich auch erst jetzt. Das sind nicht die Caves, das sind die Catacombs. Oh Gott. Okay, das könnte dann vielleicht doch ein bisschen unlustig werden. Dementsprechend... Sprengen wir uns die Kiste hier frei. Ich muss jetzt kurz überlegen, ob ich das wirklich will. Aber ja, wir wollen das. Denn... Das war es wert. Auf jeden Fall war es das wert. Gertie Jr. Viel, viel nerviger konnte es nicht mehr werden. Wobei ein einzelner Gertie Jr. ist jetzt echt nicht so das Problem.
Ich finde es auch nett, dass wir lieber... Also ich treffe lieber Gertie Jr. hier als Gertie. Das ist auf jeden Fall klar. Das kann man... kann man so nicht abstreiten. HP ab. Nicht so das Top-Item für Maggie. Und ja, das ist auch kein schwieriger Kampf. Wir haben den Duke schon besiegt in einer deutlich schwierigeren Form als das hier. Zumindest was die HP angeht. Und ja, das war dieser Kampf. Tada! Auch hier kein Schaden genommen. Ganz, ganz souverän. Speed up. Nehmen wir gleich mit. Wir gucken erstmal hier rein. Das nehmen wir mit. Oh Gott, ja, das wird so mitgenommen. Jetzt bin ich am Überlegen. Will ich den... Nein. Nein. Wir haben Schaden. Ein bisschen. Es ist schön. Also das gefällt mir jetzt auf jeden Fall. Das Speed-Up war nicht schlecht, ist jetzt aber nicht unbedingt das, was für mich den Run entscheiden wird. Der Pakt hingegen, gerade mit dem Dreifachschuss natürlich, ist quasi super, also super Damage-Up. Nicht nur einfach ein Damage-Up, sondern ein richtig enormes Damage-Up. So kann man es betiteln. Mit 14 Cent und dem goldenen Schlüssel möchte ich auch natürlich noch den Shop aufsuchen, denn wir haben 15 Cent. Ich habe gelogen. Oh ja. Das lassen wir aber noch liegen. Denn man weiß... Na, wobei, ich werde... wir lassen es liegen. Hat einen Grund. Und vielleicht werden wir diesen Grund auch noch ausnutzen können. Denn das Ding heilt mich, wenn ich es aufhebe. Ich weiß gerade nicht mehr um wie viel, aber es heilt mich auf jeden Fall. Und wenn wir eine Blutbank finden, dann wäre das quasi fünfmal an die Blutbank. Ich glaube nicht, dass mich das Ding voll heilt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Heilung es bewirkt, wenn ich es aufhebe. Das ist das Problem an der Sache. Aber es heilt mich. Glaube ich. Und jetzt ist das Blutbank-Thema durch, weil ich dieses weiße Herz einfach mal direkt aufgehoben habe. Gut, keine Blutbank. Wer braucht schon Blutbanken? Ist ja eh Schwachsinn. Dummer Nonsens. Ich hätte den vielleicht stehen lassen sollen, dann hätte ich mir eine Bombe gespart. Zwei Bomben gespart. Kriegen wir das von hier wohl hin? Das ist jetzt... ich könnte diese Bombe auch einfach komplett verschwendet haben und erreicht damit jetzt gar nichts. Ob die wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Zeig mal her. Yes! Sehr, sehr schön. Kleiner Trick hier an dieser Stelle erklärt. Wenn ich den Raum verlasse, während eine Bombe liegt und wieder reingehe, dann hat die den Bombradius von einer Mr. Mega-Bombe. Bevor jetzt gefragt wird, warum hast du den Raum verlassen? Das ist ja voll Schwachsinn. Nein, das ist kein Schwachsinn, das ist voll gut. So, wir haben jetzt noch drei Räume. Ich würde das auch komplett clearen, das Stockwerk. Also... mehr muss ich nicht sagen, da landet plötzlich eine Bombe. Alles super. Das war eine gute Entscheidung. Und das da unten könnte der... hey, ich habe einen Stachel in der Mitte des Raumes liegen Raum sein. Und das war einfach nochmal Schaden. Ja, das ist sogar der... hey, ich habe einen Stachel in der Mitte des Raumes liegen Raum. So. Als nächstes. Gehen wir noch in den letzten unerkundeten Raum. Dort unten. Gerade jetzt mit dem Pakt. Oh, es könnte... ja, was könnte da drin sein? Da könnte so viel Gutes drin sein. Da könnte aber auch so viel Schlechtes drin sein. Wir riskieren's. Oh, gleich zwei Kisten. Am besten blaue Herzen. Oder das... nehme ich's mit? Ich meine, ich habe das weiße Herz da liegen. Ich komme wieder auf drei Herzcontainer. Wir nehmen's mit. Wir spielen das mal ein wenig riskant. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich dafür ja noch belohnt. Es wäre schön. Es wäre sehr schön, wenn ich belohnt werden würde. Und das nehmen wir auch noch mit. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich ein wenig dreist, muss ich schon zugeben. Gleich sowas zu erwischen. HP-Abpille in der Rotation. Wunderschön. Gerade nachdem ich drei Herzcontainer aufgegeben habe, zwei wiederbekommen. Minus eins für Pakt und Tail. Warum nicht?
Wow. Oh nein. Oh, warum denn Necropolis? So ein Hass auf diese Drecksgegner. Die können einfach... Ah, die können einfach gehen. Das ist so überflüssig. Deren Existenz sollte rückwirkend verneint werden oder sowas. Irgendwie. Mach die weg. Ich mag die nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Wir schauen zuerst hier rein. Der Greed-Kampf gefällt mir in diesem Fall. Und der wird sogar erledigt, denn ich brauche das Geld, um in den Shop zu gehen. Das sind genau 15 Cent, die wir jetzt haben, plus eine goldene Kiste, die wir öffnen werden. Das sind genau 19 Cent, die wir jetzt haben. Das sind mehr als 15 Cent. Und wir bomben uns von hier einfach mal darüber, um zu gucken, was hier ist. Ach, könnten wir... Guten Morgen, das war ein Greed-Kampf. Ich bin so klug. So unglaublich klug. Schaut mich an und seid beeindruckt von meiner Intelligenz. Es ist unglaublich. Hier haben wir... Oh, das können wir auf jeden Fall so machen, dass wir zumindest uns die Bombe sparen. Dafür muss ich nur einen von denen so erwischen, dass er da im Explosionsradius Moment, Explosionsradius des Steines ist falsch. Der Stein explodiert nicht. Der Stein im Explosionsradius der Fliege ist. So rum. Yes. Das war korrekt. Oh, hilf mir. Oh, oh, oh. So, was wir jetzt auch machen werden, ist, dadurch, dass wir die Karte haben und wissen, wo ein Wegende ist, wenn man am Wegende nichts entdeckt, werden wir den letzten Raum einfach nicht mehr mitnehmen, weil das unnötiges Risiko ist. Und nein, ich mag kein unnötiges Risiko. Eine Orbitfliege, das ist ein super, super Pillenfund. Den in der Rotation heißt auch, wir können noch eine kriegen. Oh ja, dann wären wir zumindest abgesichert. Oh mein Gott. Warum spawnen die denn so viel? Was ist los mit denen? Nein! Kiste. Schlüssel. Sehr schön. Darf ich hier einen aufbrauchen? Oh ja. Oh ja. Das ist erst einmal eine... Na? Eine? Ja, was bist du denn? Hallo? Ranger, danke. Es geht doch. Das war anscheinend ziemlich anstrengend zu erkennen. Die Kerze nehmen wir mit. Super Fund. Super, super Fund. Tolles Spacebar-Item. Lässt uns einige Bosse so ein bisschen glitschen. Und glitschen ist Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Vor allem in so einem Spiel hier. Da sollte man das ausnutzen. Kann man das ausnutzen? Warum sollte man es nicht ausnutzen? Mit der Kerze kann man das mal machen. Da stirbt auch gleich das erste kleine Schreihalsbaby. Und das war's dann mit den Schreihalsbabys. Als drittes sind es hier die roten? Oder die... Nein, die... Okay, ja, die sind jetzt natürlich durch die Kerze auch so viel einfacher geworden. So schön. Ah, es ist angenehm. Ich mag die Kerze. Die Kerze ist ein sehr, sehr tolles Spacebar-Item. Und wir finden Schlüssel. Wir finden schlechte Spacebar-Items. Yay. Also, ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Run. Die Kerze ist natürlich toll. Dreifachschuss mit Pakt ist ganz nett. Aber ich verliere halt noch das Trinket. Und dann ist mein Schaden wieder weniger. Und das ist so die kleine Sorge, die ich gerade noch habe. Dass ich noch Schaden verlieren werde im nächsten Stockwerk. Das ist ein richtiges Problem. Weil das nicht gerade wenig Schaden ist, den ich da verliere. Oh Gott. Hilfe. Uncooler Raum. Richtig uncool. Aber relativ gut gelöst. Der eine Hit war natürlich blöd, blöd, blöd. Und das ist ein blöd, blöd, blöder Kampf. Auch wenn die Kerze den unglaublich schnell... Wow!
bleib am besten einfach im Feuer stehen. Tears up ist ganz okay. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist schön. Das ist stark. Was haben wir hier drin? Wir werden auch hier... kein Interesse daran. Danke. Danke für das großzügige Angebot, aber ich muss ablehnen. Könnt ihr bitte weggehen? Warum denn nur Spacebar-Items? Was soll denn das? Wir haben nichts. Nichts. So, gar nichts. Das ist nicht gut. Gar nicht. Ja gut, dich können wir kurz so erledigen. Da ist jetzt kein Problem dabei. Euch werde ich... Wow. Werde ich auch einfach niederbrennen, wollte ich gerade sagen. Die Kisten rentieren sich auch nicht. Die ist mir sogar zwei Schlüssel. Nee. Zwei Schlüssel ist es nicht wert. Auf jeden Fall nicht. Da könnte jetzt halt was Interessantes drin sein. Aber wie komme ich da rein? Und will ich da rein, wenn ich nicht wirklich die Möglichkeit habe, diese HP wiederherzustellen? Wir könnten halt Ausschau halten nach einer Blutbank. Ich denke sogar, das ist der Plan. Denn, ja, irgendwas muss ich halt finden. Irgendwas, was mir wirklich noch weiterhilft. Die Karte werden wir erstmal mitnehmen, da wir hier vermutlich... Ach komm, ganz ehrlich. Beschleunigen wir das einmal. Dann können wir die andere schon mal wieder aufheben, falls wir gar nicht darüber zurückkommen. Man weiß es ja noch nicht. Man weiß es nicht. Oh, ein Schlüssel. Sehr schön. Davon können wir noch ein paar gebrauchen. So 20, 30 wären nicht verkehrt. Ich weiß ja leider nicht, wie viele goldene Kisten ich noch finden werde. Okay. Da ist das. Wir haben immer noch keinen Shop entdeckt. Und so langsam sind die blauen Herzen weg. Wo sind die alle hin? Wir hatten doch so viele blaue Herzen. Wir haben noch zwei Wegenden. Zwei Chancen auf... Eine Chance auf eine Spielhalle. Das andere ist ja mit Sicherheit... Der Shop, da ist meine Arcade. Ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren. Es ist ein blaues Herz. Okay, alles sicher. Alles cool, alles safe. Da spielen wir uns runter. Ja, komm, nimm alles. Nimm alles, was ich habe. Als nächstes dann einmal hier rüber. Denn unser erster Blick soll jetzt... Unser erster nächster Blick soll diesem Raum hier unten gelten. Ich weiß es nicht, was drin sein könnte. Was könnte uns helfen? Was könnte da drin sein? Jedes HP ab Meat. Auf Kommando. Wunderschön. Ich danke dir, Meat. Du bist ein Item, das ich sehr, sehr gerne mitnehme. Von allen HP-Ups das Angenehmste bekommen. Das ist schön. Das ist wirklich das, was ich jetzt brauche. Dass das Spiel mir so ein bisschen ja, die Hand entgegenhält und mich ins Abenteuerland führt. Das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau das, was scheinbar passiert. Piep! Du bist auch nicht wirklich eine Gefahr gewesen. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, wir gehen einmal nach links, holen das Herz noch. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ich muss nachschauen. Ich glaube, es war eine normale Slot-Machine. Moment, wir können den Raum auch noch mitnehmen. Wenn wir eh schon hier sind. Ja, das war eine tolle Entscheidung. Der beste Raum nach den zig Masken. Nervige, unnötige Bosskämpfe. Ein Herz! Ich nehme alles zurück, das war eine super Entscheidung. Warum meckere ich denn immer so? Ich glaube, hier drin war ein normaler Spielautomat. Und wenn das so ist, dann... Nein, natürlich nicht. Dann hätte ich jetzt da all mein Geld reingeworfen, wollte ich gerade sagen. Aber da dies nicht der Fall ist, gehen wir jetzt noch darüber, schauen nach, ob im Shop irgendwas ist, was mich überzeugt. Ich hoffe es doch sehr.
jagen dann alles in der Arcade in die Luft. Einfach um, um noch Zeugs rauszubekommen. Autsch. Und ja, Sachen in die Luft jagen ist jetzt nicht unbedingt so verkehrt. Kann des Öfteren mal helfen. Könntest du bitte? Danke. Oh, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Was Besseres konnte hier nicht mehr spawnen, oder? HP ab! Nice. Nice. Noch ein Schlüssel. Ich meine, die 5 Cent ist mir der Schlüssel jetzt auf jeden Fall wert. Die Leiter bringt halt eine Pille. Moment. Die Leiter ist in diesem Fall echt noch gut. Ich nehme alles zurück. Ich habe mir gerade überlegt, wie dieses Stockwerk aufgebaut ist. Wir haben hier eine Kiste, an die wir rankommen mit der Leiter. Das ist ein Schlüssel. Wir haben hier eine Pille. Das ist ein HP-Up. Oh mein Gott. Ich glaube das gerade nicht, aber die Leiter ist ein gutes Item für das Stockwerk. Das Ding können wir so in die Luft jagen. Das können wir auch später noch abholen. Da unten ist eine goldene Kiste, wo wir jetzt keine zwei Schlüssel mehr für nutzen. Emperor, ja. Nicht so berauschend. Und da links ist halt auch noch eine Kiste. Und das alles für 7 Cent. Unglaublich. Yes. Ah. Na, ist okay. Aber auf jeden Fall das zweite HP ab. Da, allein dafür, das war die 7 Cent sowas von wert. Da ist noch ein halbes Herz drin. Sehr schön. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen Chaos stiften. Drüben in der Arcade. So ein bisschen, was kann man da ruhig mal? Bombenstimmung. Bombenstimmung ist schön, würde ich sagen. Bombenstimmung. Bombenstimmung. Ja. 2 Cent und ein volles Herz für 2 Bomben. Nee. Nee, das hat sich nicht gelohnt. Es hätte sich lohnen können. Aber ich, warum sollte ich sie stehen lassen? Das ist so der andere Gedanke. Warum sollte ich sie stehen lassen? Wir gehen jetzt hier rein in den Mummy-Fight. Dadurch, dass wir die Kerze haben, sollte das halt echt nicht allzu lange dauern. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Mami! Mami, ich danke dir. Das ist das schönste Geschenk, was du mir machen konntest. Und da sind meine Tränen halt wieder weiß. Das ist genau das Problem. Das ist der Schaden, den wir jetzt eingebüßt haben. Dadurch, dass wir das Trinket mitgenommen haben. Das ist ärgerlich. Es ist richtig ärgerlich. Es ist so ein gutes Trinket. Und diese Trinket-Pflicht ist ein großes Problem, was ich mit diesem Spiel habe. Es wurde ja angekündigt, dass sie es im Remake nicht mehr machen wollen mit der Trinket-Pflicht. Will ich ihn bekämpfen? Es ist halt ein einfacher Kampf, ne? Einfaches Geld. Einfaches Geld ist immer was, was man mitnehmen sollte.